Hier konnte sich nur einer bequem ausstrecken, der andere aber musste sich bescheiden in die Ecke drücken. Selbstverständlich bettete ich Ravel, der schläfrig war und verloren da saß wie ein kleines Kind. Er hatte nur einen leichten Überzieher mit. Meine Warnung, er würde frieren, wies er lachend zurück. Ich friere nie. Nun, 2 Stunden später wachte er frierend auf. Ich hole mir eine Bronchitis, klagte er. So breitete ich meinen Pelz über ihn. Nach einer Weile seufzte er, er habe Halsschmerzen. Ich trennte mich von meinem Wollschal und wickelte ihn darin ein. Nun schlief er wohlig und ich saß frierend und nachdenklich da. Wie herrlich, mit einem Genie befreundet sein, aber wie unbequem.